Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu World of Warships mit dem Ignis. Hallo. Und wir haben jetzt zwei Runden Flugzeugträger gemacht, jetzt ist mal wieder der Cruiser dran, weil ich habe mir so überlegt, es wäre doch, weil der ja schon Tier 4 ist, am gescheitesten da hochzugehen, weil ab Tier 6 wird es dann richtig interessant. Die haben dann schon eine richtig krasse Bewaffnung auch drauf. Und vor allen Dingen haben zusätzlich noch ein Flugzeug oder zwei Flugzeuge sogar. Und das ist natürlich mega. Aber schauen wir mal. Erstmal gehen wir ins nächste Gefecht hier. Dum, 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 dum. Spiel an der Warteschlange. Ja. Aber das Close Beta ist. Na ja, gut, aber ich sag mal so, servertechnisch sollte es ja keine Probleme geben. Nee, ich meine spieleranzahlmäßig. Also haben sie echt viele reingelassen in die Close Beta. Ja, ich glaube sonst, ich glaube es ist auch vonnöten, weil ja ansonsten kommt ja hier schlecht was zustande. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, 600.000 oder so war die Rede, ne? Was? Echt? Krass. In der Closed Beta? Ich glaube, irgend sowas. Ja, aber mal ernsthaft, wie viele Leute spielen World of Tanks? Also, wenn es sind im Schnitt immer 100.000 Leute auf den EU-Servern, ne? Online. Aber sind nicht insgesamt 50 Millionen angemeldet? Ja, das ist ja auch nur EU, ne? Es gibt ja auch dann noch einen Ami-Pool, weiß nicht, wie viele da online sind. Und vor allem extrem viele Russen spielen das wohl. Ja. So, ich stoße mal zur Mitte. Ja. Also quasi wieder hier. In welchem Quadrat bist du nun gerade? C8. Ach da. Und dann fahre ich unter den Berg lang. Treffen wir uns einfach bei uns am Flaggenpunkt, würde ich sagen, oder? Können wir machen, ja. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, oder muss man gucken, ob es an den Einstellungen liegt, dass die Texturen von den Schiffen so ein bisschen. Habe ich jetzt erstmal voll hochgenommen. Weil bei mir war alles nur auf Mitte. Textur ist bei mir eigentlich auf High. Okay. Weil bei mir war alles nur auf Mittel. Warum auch immer. Hab das jetzt erstmal alles Anschlag nach oben genommen. Aber warte mal, Textur von Schiffen. Also da sieht's wirklich nice aus. Richtig gut aus. Ja, wenn du zum Beispiel diese Sicht hast von der Gun direkt, ne? Wenn du dann auf die Front deines Schiffes runter guckst, jetzt nicht so die beste Textur, sag ich mal. Das geht eigentlich bei mir. Ja. Muss mal gucken, ob du da noch irgendwas hochnehmen kannst. Ja, ich bin eigentlich. Texturqualität ist hoch, mehr geht nicht. Da haben wir doch schon den ersten Zerstörer, der hier zu uns will. Da kommt Ignis. Ich werde mir hier sneaky biege an den Berg ranfahren. Ja. Ich kann vielleicht nicht zerschellen, also ich. Wäre mal eine Abwechslung. Nur irgendwie sehe ich noch keinen so richtig. Okay. Wir haben schon, oh Gott, wir haben Tier 6. Was? Gegner, ja, gut, drück mal Tab, dann siehst du es. Oh mein Gott. Deswegen machst du wahrscheinlich auch so wenig Schaden bei manchen. Weil das Tier 6 Battleships sind. Jetzt hier einfach mal einen Stopp reinhauen und du kannst ja mal einsmogen. Jupp. Da ist noch ein Berg. Da kommen Torpedos. Kommt die zu mir? Da ist da noch in einem Berg. Wo ist der Kackzerstörer? Der ist irgendwo da drin. Alter Schwede, ey. Alter, fast gestriffen hier. Deine Matrosen schon schreien hören. Ich muss den Rauch ja auch richtig platzieren. Ja, das stimmt.
Ist auch in einem Berg. Trauen sich alle noch nicht so richtig hier. Was ist los? Mhm. Hier geht es jetzt quasi einfach nur darum, alle zu zerstören, oder? Oder halt den gegnerischen Punkt einzunehmen. Hm, okay. Ist einfach zu weit weg, der Boy. So richtig kriege ich hier keinen vor die Flinte. 12 Kilometer, den könnte ich treffen. Ne? Ist natürlich ziemlich fix unterwegs da, Junge. Ah, da hinten kommt ein Battleship. Ja. Ah, der war knapp. Problem ist, ich schieße nur 12,5 Kilometer und der ist, ja, 12,7 weg oder 13. Oh. Aber der wird gerade schon, glaube ich, versenkt. Da komme ich nicht hin. Unser Nebel hat sich auch verabschiedet. Was schon? Nee, das ist noch da. Ist noch da? Ja, stehst voll drin. Ich verteidige hier einfach die Base. Aber wir haben schon zwei Zerstörer von denen versenkt. Das ist natürlich super. Jetzt ist der Nebel weg. Wir machen eher die Battleships so Sorgen. Ne, immer noch da. Ach so, ne, ich stehe aber nicht drin, ich stehe dahinter. Ja, das kann natürlich sein. Oder kommen zwei Battleships, das ist natürlich nicht so optimal. Kannst du mal mit meiner Richtung kommen? Ja. Weil das ist nämlich gerade ein Cruise, ein Battleship von uns ziemlich in Not. Sag ich mal. Mhm. Da krieg ich gerade, glaube ich, auch nicht auf die Mütze. Problem ist, von der anderen Seite kommt auch ein Zerstörer und ein Cruiser. Und auch? Ah. Das ist suboptimal. Scheiße hier. Siehst du mich? Fahr jetzt hier unten um den Berg rum und dann. Ja. Ja, ich versuche jetzt gerade mal hier den. Rein zu versenken irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich wieder eine Salve vom Schiff abbekommen werde und dann wieder ins Star sinke. Oh Gott, das ist eigentlich eine sau schlechte Idee, wie ich es hier gerade mache. Okay, also das eine Battleship ist gerade voll unter Beschuss. Okay. Also das wollen sie gerade zerlegen, so wie es aussieht. Da wo die Zweier quasi sich tummeln. So, ich werde mal Panzerbrechen gleich mal laden hier. Irgendwie noch nicht registriert, habe ich das Gefühl. Naja. Der war drunter. Oh fuck. Das wird, glaube ich, jetzt nicht gut enden für mich. Gott. Okay, also die Panzerbrechende macht viel mehr Schaden. Ja. Oh Gott, aber schwer von irgendeinem hier gerade massiv beschossen. Frag mich nur gerade von. Auch. Oh ich Gott. Hoffe mal, dass ich den jetzt endlich mal versenke, bevor er mich tötet. Jawohl. Oh nein. Nein, nicht schon wieder. Hügel. Hm.
Der hat schon wieder den glorreichen, ja, Verschellungstod. Nett. Das andere Battleship ist auch gleich zerstört. Vielleicht trifft ja einer meiner Torpedos. Ja, du bist jetzt mit welchem Gefecht, mit dem da hinten, oder was? Ja, ja. Was hier 12 Kilometer vor mir ist wahrscheinlich, ne? Na, 7 Kilometer ist er von mir weg. Oh fuck, du bist... Oh. Oh Gott, wer war denn das? Ja, das Problem ist, ich war hier wirklich voll drinne. Alter Schwede. Ich versuch mal. Ich habe ja halt leider 2 am Hals gehabt. Oder 3 insgesamt. Ich frage, ist es jetzt klug, wenn ich da reinfahre wie so ein Otto? Das Krasse ist, dass einer, dass die gerade hinten in den roten Bereich reinfahren zu dritt. Mit unsere, meinst du? Ja, ja, zwei Battleships und ein Cruiser. Ich stelle mir gerade die Frage, ob ich jetzt hier mit hinfahre oder ob ich jetzt versuche hier... auf jeden Fall, noch ein bisschen ablenken eben, ne? Ja, aber das Problem ist, wenn der mir jetzt eine Salve gibt, dann ist aus. Ja. Da fliegen schon die ersten. Oh, 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 den wird's erwischen. Warum fährt er nicht rein in den roten? Oh Gott. Oh fuck, oh fuck. Mach dem jetzt Bomben. Oh, oh Gott, der wird, glaube ich, gerade von den Torpedos. Wenn er Glück hat, trifft keiner. Und der hat Glück. Hilfe! Fuck, mich hat's zerlegt. 54.000 hat so ein Battleship. Ja, Stufe 5. Glück hab, dann trifft jetzt noch meiner. Jawohl, 3 Torpedos haben getroffen. Ne, 2 nur. Schade. Guckst du gerade zu? Diesen Battleship hinten bei. Name? Warte mal, jetzt habe ich gerade mal umgeswitcht auf das andere Battleship. Name steht links, Rambo. Ach, Rambo. Hab ich auch mal zunehmen. Rambo ist noch ganz nice aus dem Schiff. Ja. Wow. Da hat Rambo ja aber gerade kassiert, ey. Leck mich am Arsch. Ja, bis die Kanonen gedreht sind, das dauert natürlich Jahre, ne? Ja, das meine ich ja, deswegen, also Alter. Ganz theoretisch umkreisen. Krass. Bis die Kanonen sich drehen, ist ja Wahnsinn. Ja. Ja, mal gucken, ob er jetzt kassiert. Dann sagen sie ja, wenn sie mal treffen, dann machen die ordentlich Schaden, aber bis sie halt mal ausgerichtet sind. Ja. Oh, ich glaube, den Cooler wird es gleich zerlegen. Jetzt kassiert er. Vielleicht. Wenn er mal schießt. Was wartet der? Ah. Der lädt seit Ewigkeiten nach. Wo schießt der hin vor allem? Jetzt müssen die Hintersten gleich noch zweimal schießen. Boah. Hast du es gesehen? Nee, der war... Wir wollen Captain, die jetzt halt unsere Basis gerade. Der hat, ohne Scheiß, der hat gerade mit dem Battleship hat er gerade den Zerstörer gewonnen-hittet. Einfach weggeknallt, volles Rohr. Und der schießt einfach immer zu kurz, ey. Der Rambo, kann ich nicht zugucken, krieg ich Plack. Ich guck mal den Broken Dreams zu. Ah, hier ist der Flugzeugträger. Er hat nur noch 10.000 Leben. Ah, Broken Dreams, ja, auf dem bin ich auch gerade drauf. Der gerade schnurstracks auf dem Felsen zu steuern. Ah, lenkt, okay.
Ja, ist aber schon ein krasser Kampf, ne? So Battleships untereinander. Ja. Alter Schwede, ey. War vor allem sehr lange. Ja. Aber hast natürlich recht, das Nachladen, das ist natürlich. Also da musst du treffen. Ja. Boah, da kommt wieder eine Salve. Alter Schwede. Boah. Halleluja. Na, vor allem macht das gegnerische Battleship halt gerade unsere zwei hier klar, weißt du? Ja. Das ist halt das, weil sie nicht zu zweit auf eingehen, ne? Ja. Ja, da müsste nur mal treffen hier, der Kollege. Mhm. Der Rambo. Vor allen Dingen, die bräuchten, wenn die das Battleship versenken würden, hätten sie gewonnen. Dann würden sie mit zwei Battleships gegen zwei Flugzeugträger und einen Zerstörer kämpfen. Nee, die cappen aber den Gegner, das ist das Problem. Ja. Deswegen haben wir wahrscheinlich gleich. Hat er getroffen jetzt mal? Oh, ein bisschen, wow. Und versenkt. Oh, ne, doch nicht. Ja, guck mal, wie der Gegner halt trifft. Und wie unsere treffen. Mhm. Was machen die Flugzeugträger? Die fahren gemütlich hier spazieren. Ach, der ist einen Berg gefahren, okay. Good job. Nice. Statt dass die einfach zum Captain reinfahren, versuchen das andere scheiß Schiff kaputt zu rammen, weißt du? Ja. Jetzt bin ich gespannt, ob er einen trifft. Oh, zu zweit. Oh, oh. Das war's. Ja, Volltreffer. Der schießt einfach ein bisschen besser, ne? Da kann man mal gar nichts sagen. Und den holt er sich auch noch, das wirst du sehen, den Rambo. Ja, natürlich. Wenn der Rambo jetzt nicht trifft, ist er tot. Also er muss ihn jetzt versenken. Der trifft den nicht, weil der kann sowas von gar nicht schießen. Ja, gut Job. Jetzt kommt gleich und er ist weg. Oh, oh. Oh. Ja, wir haben trotzdem gleich gewonnen. Krass. Das ist ärgerlich. Ja, auf jeden Fall. Hätten unsere Flugzeugträger was machen müssen hinten. Ich frage mich sowieso, wo die ganzen Flugzeuge sind. Na gut, Torpedos sind gerade unterwegs. Die kommen da schon angeflogen. Und jetzt hagelt's. Ich würde mal sagen, AD Rambo. Oh, hat er Glück gehabt. Aber die haben gewonnen. Schade, schade, Limonade. Ah, oh, gerade mal 419. Gibt's gar nicht, ey. Durch Cleveland. 65. Na gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bye-bye.